Ich hab einfach so ein Grinsen, ne? Ich sag euch ehrlich, ich hab eigentlich gedacht, dass Raf Camora der Erste wird, der mit Morat ein Feature bekommt. Morat ist ein Künstler aus Spanien, auch in Spanien geboren. Die Eltern sind aus Marokko und der Typ ist geistesgestört. Das Album, das dieses Jahr rauskam, hat mich komplett durch den Sommer gebracht und hat mich hart inspiriert. Gerade der, also die Produzenten Ska und Voluptic sind für mich dieses Jahr mitunter so als die Top-Produzenten, ich weiß nicht, die haben mich wirklich durch den Sommer getragen. Und jetzt hat einfach Luciano, ah, das sind sogar alle drei Produzenten von Morat. Das ist einfach SHB, Voluptic und Ska. Das sind einfach die drei Produzenten, die auch auf dem Album von Morat hauptsächlich waren. Das heißt, der Sound wird einfach genau in die Richtung gehen. Ich freue mich so sehr. Ich hatte ein bisschen Angst im Voraus, sag ich mal, dass es vielleicht wieder Drill ist oder so, ne? Oder irgendwie weiß ich nicht was, aber ich glaube, das wird genau in diese Richtung gehen. Und das ist geil. Song heißt Familia, Mixmaster selbstverständlich von King Size und Video von Ali 2023. Und oh mein Gott, selbst da ist Jared dabei. What the fuck? Oh, ich habe letztens geguckt. 7 Jahre ist es her, dass wir in einer WG zusammengelebt haben und er dann seinen Weg gegangen ist und ich meinen, Alter, und Bruder, ich gönn's ihm so hart. Geistesgestört, Mann. Okay, einfach bei Morat. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Lass es einfach ein Brett sein. Ja, Mann. Genau diese Vibes brauche ich. Mi mente solo piensa progresar. Con gente rara yo no suelo hablar. Así me acaban criando. Vato sentó por la litoral. El humo me hace ver lo normal. Le hago la luz y le digo sal. Me siento pa' mal. Einfach nur ein Grinsen. Der Typ hat mich, muss ich halt ehrlich sagen, in einer sehr schwierigen Zeit hat der mich wirklich, weiß ich nicht, zum Grinsen und zum Lachen, weiß ich nicht, gebracht. So mit seiner Musik, muss ich ehrlich sagen. Wahnsinn, wirklich. Und dann habe ich letztens gesehen, dass der in Köln war. Der ist in Deutschland, glaube ich, generell. Und der Ashraf hatte einfach meinen Lieblingssong da gefilmt. Ich hatte Gänsehaut, Mann, wirklich. Ey, ich sag ganz ehrlich, mich nervt dieses Dancehallige und so weiter gar nicht bei ihm. Da ist immer dieser Bass in der Mitte, ne, der immer so ein, ja, dieses Afro-Trap-Ghetto-House-mäßige mit reinbringt. Digga, ist es einfach lecker. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist lecker. Es ist ein geiler Vibe vom Video her. Der Typ passt einfach, ja. Wie alt ist der eigentlich? Wisst ihr, wie alt der ist? Ey, Luciano, ohne Scheiß, der rastet aus. Der rastet aus, der Typ, ne? Und jetzt geht's immer mehr in diese Ghetto-Haus-Richtung. Bruder, ich krieg zu viel, Mann. Ich krieg zu viel. Vivía sin pensar en mañana. No pensaba en nada. Buscaba mi vida entre semana. Lloraba. Morat macht einfach den ersten Part. Morat macht sogar noch die Hook. Und danach kommt erst Luciano. So einfach geht das. So einfach geht das, Alter. Wenn du dir so einen Künstler holst, Mann, musst du der alles andere, ach, wäre zwar auch geil, natürlich, nein, nicht falsch verstehen, aber das ist halt Liebe, Alter, das ist Liebe, Mann. Suave,
Wisst ihr, was ich an diesen Beats so geil finde? Das klingt immer, wie soll ich sagen, immer recht spanisch irgendwie so von den Gitarren her, so ein bisschen Latino-mäßig, ne? Aber irgendwo sind da immer so orientalische Vibes bei Volaptik und bei den Produzenten drin. Und das, finde ich, macht diesen Vibe aus. Und das Ganze gemischt, wie gesagt, mit Ghetto House oder halt auch Afro-Trap, finde ich, hat halt so, ja, wie soll ich sagen, so einen geilen Vibe. Also es hat ja nicht mal so ein Straßenbeat, ehrlich gesagt. Also es hat keinen Straßenvibe, aber es hat jetzt auch nicht komplett so diesen, ey, wir gehen jetzt Lambada zusammen tanzen, so auf ne, keine Ahnung was so, sondern so eine schöne Mischung. Es klingt einfach schön, finde ich, wisst ihr? Außer Connect mit dem Mann, dem Authentic, hab mit ihm keine Obboys, Straßengesicht wie bei Top Boy, trau kein Leck. Du bist auch noch sad. Was ist mit seiner Stimme? Außer Connect mit dem Mann, dem Authentic, hab mit ihm keine Obboys, Straßengesicht wie bei Top Boy, trau kein Leck. Ich sieh kein Gefühl, Tick von damals geprägt. Oh nee, das klingt aber... Hey, was ist denn mit seiner Stimme da? Das klingt ja voll... Ey, wir müssen sofort danach bei Spotify reingehen, okay? Wir müssen sofort bei Spotify. Ich hoffe, das ist nur YouTube, Mann. Mas, ich trau keinen anderen, ich lieb mein Team. Straight aus Blacker, Connect, kommt Murat, una locura, das hier kein Spiel. Das ist so hoch. Mi cara muerta, ich fühl nicht viel. Doch bin mit dem Mann, denn verfolgt mein Ziel. Bitte lass das geil klingen. Tief, doch um mir die Family lässt mich fliegen. Ist gleich auf Spotify. Ohne Scheiß, bei Modat, das klang so schön warm, muss ich ehrlich sagen. Wisst ihr, was ich meine? So die Stimme. Nicht so hart. Also ja, ne, dieses hart Stereo ist ja, sagen wir mal ganz ehrlich, das wird ja gefühlt immer krasser. So, ne? Ich muss sagen, ist cool. So ist irgendwie so ein Alleinmerkmal geworden von King Size und Luciano zusammen. So, mir wird's ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also gerade in letzter Zeit so, ist ein bisschen sehr, sehr hart von der Stereo und von der Höhe so. Aber tatsächlich, diesen Gesangspart hier fand ich schön. So, vorher muss ich sagen, muss ich öfter hören. Weiß ich gerade noch nicht. Noch für Familie. Heute geht es uns besser, verloren nie die Hoffnung von Nacht zu Nacht. Werd den Penny vergessen, trag ihn immer noch tief in meinem Herz. Denn die Sonne geht auf, heute mach ich die Tür noch für Familie. No pensaba en nada, buscaba mi vida entre semana. Lloraba mamá, nada era suave. Salía a las nueve, todo eso no sabe. Todo eso no puede. Doch die Sonne geht auf, heute mach ich die Tür noch für Familie. Heute geht es uns besser, verloren in die Hoffnung von Nacht zu Nacht. Okay, ich fühl's langsam, scheiß drauf. Werd den Penny vergessen, trag ihn immer noch tief in mein Herz. Bruder, das hat so diesen nostalgisch-melancholischen Vibe, Alter. Ich muss sagen, jetzt gerade bin ich immer mehr in diesem Mix drin. Also jetzt fühle ich es, Alter. Jetzt fühle ich es wirklich. Ich muss sagen, vielleicht war dieser Bruch zwischen den zwei Künstlern von der Stimmfarbe und so, das war sehr krass. Ne, wenn wir mal hören, Modat war relativ mono, muss ich sagen, so irgendwie, so recht mittig. Und dann kommt Luciano und bam, Alter. Ich glaube, das war einfach, ne, fürs erste Mal so sehr, sehr abrupt. Ne? Aber ich glaube ganz ehrlich, das ist hart, Alter. Ich glaube, das ist wirklich hart. Ich glaube, das ist echt geil, Mann. Ich muss unbedingt gleich nochmal bei Spotify. Ah, ich bin gerade echt am Fanboyen, ne? Egal, darf ich auch mal sein, ja? Ich darf das auch mal. Ich mach das sonst fast nie, ja? Bei Modat darf ich das auch mal, ja? Denn die Sonne geht auf, heute mach ich die Tür noch für Familie. Hört ihr jetzt genau, was ich meine? Hört ihr, was ich meine? Diese Gitarre, die eher so Latin-Style ist und dann im Hintergrund diese anderen Instrumente, die so ein bisschen orientalisch klingen? Hört ihr? Dieses... Boah, diese Mischung. Genau das meine ich halt bei diesen Produzenten, weißt du? Genau das machen die sehr, sehr oft. Ne? Machen die sehr, sehr oft und sehr geil. Okay, ich muss jetzt. Mi cara muerta, ich fühl nicht viel. Da bin mit dem Mann, denn verfolgt mein Ziel. Noch immer gefangen, der Pressure tief. Doch um mir die Family lässt mich fliegen. Heute kippen alle Kasten mit. Doch in meinem Kopf noch Paras, sie sind geblieben. Die also, drin. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, es klingt bei weitem besser als auf YouTube. Trotzdem muss ich sagen, so für meinen Geschmack ist es...
es wird gerade ein bisschen sehr extrem bei Luciano, habe ich das Gefühl. Gerade was, ne? Das ist sehr hoch abgemischtes, hart Stereo. Also wirklich, das ist ja schon nicht mehr. Das ist ja gefühlt hier hinten rechts und links so. Weiß ich nicht. Ist mir in den letzten Songs auch schon sehr, sehr oft aufgefallen. Bin ich irgendwie nicht so ganz der große Fan von. Weil ich finde, der hat so eine geile Stimme, Alter. Irgendwie würde ich schon gerne mal wieder ein bisschen mehr mitten von seiner Stimme hören. Und ich habe das Gefühl, dass das alles komplett weggeschnitten wird. Und das ist bei Luciano im Vergleich gerade zu Morat ist halt ein kompletter Bruch, ne? Weil Morat eher mittig zu hören ist. So. Und ja, ist halt, glaube ich, echt Geschmackssache so. Aber ich muss sagen, der Gesang hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Ja, das ist geistesgestört, dass der mit dem Song hat. Und ja, wie gesagt, dass Morat den ersten Part macht, die Hook macht, die Pre-Hook macht. Theoretisch ist es eigentlich ein Song von Morat featuring Luciano. Und das ist schon... Das ist schon Respekt, Alter, muss man sagen. Sehr, sehr cool. Ah, freut mich. Ey, ich hatte echt Angst, dass mir der Song nachher gar nicht gefällt irgendwie. Aber ich muss sagen, diesen Bruch, ich glaube, das kommt mit der Zeit. Scheiß drauf. Da muss ich jetzt einfach mal fanboyen, Alter. Scheiß drauf. Das will ich.